So, herzlich willkommen zurück zu Klickerhugo Folge 20. Einmal vollbild, dankeschön. So, ja, Dinge sind natürlich wieder geschehen. Meine Dummheit lässt grüßen. Ich wollte während zwischendurch lass mich hier weitermachen, ganz kurz, weiter kurz, bevor ich hier irgendwie rumlabere. So und so und dann immer auf dem Gippi mal, beziehungsweise. Ja, das und das, so genau. Während ich hier gucken wollte, ist natürlich wieder hier. Ne? Einmal alle erschaffen. Unsere Liste ist also wieder sehr lang. Ist mir das aber mittlerweile scheißegal, ich lasse einfach so. Wir werden einfach die hier auf Level 1 sind, einfach getrost ignorieren. Ist ja kein Problem. Ich verstehe immer noch nicht, warum es diesen Button gibt. Oder warum er auch direkt da oben ist. Und nicht ein bisschen weiter versteckt ist. So wie hier unten, weißt du? Hier unten ist so wunderschön. Hier unten, da unten, dass man auch ja nicht außerdem rankommt. Aber hier ist es direkt ganz oben. Das ist, naja. Wie gesagt, jetzt haben wir sie alle. Ist mir persönlich ein bisschen egal. Wie weit du? Noch 5,5 Stunden. Hier hat sich nichts ergeben. Jo, ansonsten sind wir diesmal bei 1E15. Also auch wieder nicht ganz das Doppelte. Ein bisschen irgendwie klar, aber wie gesagt, wir haben halt ne, mir ist aufgefallen, wir sind gerade mal bei 350 VS 500. Das heißt, Tsuchi werden wir noch sehr lange brauchen, bis wir den erreichen. Leider steht ja nicht, wie viel Gold man immer erreicht. Das ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, haben wir das 100-fache noch nicht erreicht und gerade mal das 20-fache erreicht. Das ist eher traurig, was mich zu der Überlegung bringt, ob wir nicht doch bald transzenden sollten. Weil ich glaube mal, viel mehr als 30 erreichen wir nicht mehr. Das wage ich echt zu bezweifeln. Gucken wir mal ganz kurz, wie unsere Stats hier aussehen. Wir haben 14 mal Boss Health, 31, 66. Treasure Chest Chance könnten wir. Naja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Primal Chance würde da definitiv mehr bringen. That's a good question. Okidoki, das heißt. Tja, senden wir nochmal oder machen wir jetzt direkt eine Transcension? Ich weiß es halt nicht. Wie viel haben wir denn bisher? Wir hatten bisher 45 bekommen, okay. Na, dann werden wir auch jetzt nicht viel höher als 30 kommen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ah, das ist eine gute Frage. Sind immerhin schon bei Ebene 5000, das ist gar nicht mal so schlecht. Wobei wirklich gut ist das. Naja, je nachdem, womit man vergleicht. Ne? ja, bin ich jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Sollten wir nur ascenden oder gleich transcenden? 30. Damit könnten wir zumindest alle auf Level 5 heben. Treasure Chest Chance. Da haben wir 8%. Dafür war Dora verantwortlich, ne? Dora. Genau, Dora. Wie teuer wäre die Dame, die Dora erhöht? Okay, da haben wir immer gleich das Dorf. Also 100% pro Level. Wäre also gar nicht so teuer.
Babos und Kronos. Was machen die beide nochmal? Babos war der mit Boss Life, ne? Ja, genau. Babos Boss Life, das bringt gar nichts. Und Kronos ist Second Boss Fight Timer. Bringt auch nicht so viel. Ob wir dann nur 20 oder 25 Sekunden haben, ist letztendlich egal. Weil die Sache ist, das sind alles Sachen, die bringen uns dann was, wenn wir aus der Insta-Kill-Phase raus sind, ne? Also so wie jetzt, wenn wir pro Boss so, ne, halt eine halbe Minute brauchen oder sowas. Aber wenn man sowieso schon eine halbe Minute braucht, ist der One eigentlich schon gelaufen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir möglichst lange brauchen, um überhaupt aus der Insta-Kill-Phase rauszukommen. Und da bringt das hier eher wenig, das hier genauso wenig. Weil ob wir nun gegen Boss kämpfen, der hier eine 14-fach stark ist oder nur 10-fach stark ist, ist scheißegal. Und deswegen überlege ich auch, ob Dora überhaupt was bringt. Vielleicht sollten wir uns doch eher auf die konzentrieren, die wir sowieso schon haben. Abgesehen von Kumawakamaru, ich glaube, da sind wir mittlerweile schon echt auf einem guten Level. Admin hingegen könnte noch was vertragen. Ich glaube, wir machen einfach mal eine Transcension. Ja, komm. Danke. So. Okay, okay, dann starten wir direkt mal hier auch ein bisschen rein. So ungefähr, beziehungsweise den ersten kann ich einfach mal hier drauf packen. So. Hier brauchen wir 5. Hier würde ich auch gerne direkt 5 ausgeben. Das nächste Level wäre 25%. Das machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, Admin auch. Dann auf alle Fälle mal das Ding hier. Dem würde ich vielleicht sogar noch ein Level geben. Dann haben wir aber kaum noch Ancient Souls übrig. Die Sache ist, wie gesagt, guck mal, Wakamaru, den würde ich jetzt fast sogar zurückschieben. Weil die 12,5% machen den Fett jetzt erstmal nicht so viel mehr, dass jetzt irgendwie spürbaren Effekt hätte. Das hier hingegen ist fast das Doppelte mit einmal. Und da wir 3 Engines haben, die hiervon betroffen sind, heißt das, wenn wir den doppelten Effekt haben, hat es unterm Strich letztendlich den 8-fachen Effekt. Von daher würde ich fast sagen, Lego Mio. Dann powern wir hier nochmal 5 Stück rein und dann sind wir quasi auch schon am Ende. Aber nochmal 4 Stück. Können wir die für noch irgendwo verbraten? Ja, ich weiß nicht, Dora. Ach komm hier. Geschenkt. So. Okay, okay. Oh, der ist ja schon relativ. Haut mal, stopp mal eben. Ja, nicht so viel. So. Ah, la 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 la. So, dann machen wir direkt mal eine Quick Ascension, wobei ich nicht weiß, lohnt sich das? Nö, ne, eigentlich nicht. Wir kriegen ja eh gleich dieses Weight-Ding. Ab Level 35 war das, ne? Na gut, machen wir hier erstmal hier. So. Brauchen wir noch ein paar Level, um dahin zu kommen?
So, 25 kriegen wir auch schon hin. Nochmal 25 kriegen wir noch nicht hin, aber gleich. Bald. Und zweimal. In 30 Jahren. Na komm. Kommst du. Dankeschön. So. 4E6 kriegen wir auch hin. Da sollte gleich dieser Dichterungstab da aufgehen. Finde ich sehr geil. Vielleicht sollte ich auch mal speichern. Dankeschön. Sicher ist sicher, ne? So, kommt jetzt. Müsste jetzt eigentlich gleich kommen mit dem Ding hier, oder? War doch bei Level 35 oder was 39. Ist ja auch egal. Es sollte auf jeden Fall gleich bald irgendwann kommen. So in 30 Jahren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Einmal alles kaufen. Aha, ich habe gesagt, alles gewonnen so. So, du brauchst auch wieder Level 100. Okay, auch noch ein bisschen. La la la. Na komm, dankeschön. Genau. 1, 2, 3. Dam. Auch wieder Level 100. Oh, Crit Damage. Sehr schön. Genau das, was wir gerade brauchen. Da kommt Freude auf. Na komm hier. Wir brauchen mehr Power. Oh, ein Fisch. So, Click Damage erhöhen. Hier noch ein bisschen DPS. Machen wir hier so ein bisschen so. Na komm, Dankeschön. Oh, easy. So, dann hier. Was auch immer du machst. Achso, Eigenschaden. Schade. Ja, hier, komm. Na komm, kommst du. So. Wo kommt dieser Reiter mit dem, müsste der schon längst da gewesen sein? Oder kam die erst ab 135? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich will jetzt aber auch keine Quick Ascension machen, weil ehrlich gesagt, wirklich brauchen tun wir sie jetzt gerade nicht und dafür 50 Dinger ausgeben, ne? Weiß nicht. Ich sag mal so, im späteren Spielverlauf werden wir sie auf jeden Fall noch weniger brauchen, von daher aufzuheben bringt auch nicht wirklich was. Schwere Frage. Nö, lassen wir einfach mal. Ohne, ne, einfach mal so, macht ja auch ein bisschen funny Spaß. So. Gut, das bringt natürlich dann auch unsere Autoklicker eher wenig. Obwohl doch mit Crit Damage und so, die machen, ich denke mal doch, die machen schon ganz schön Schaden, auch ohne Combo. Ah, guck mal. Ab Level 50 war das. Okay. Das ist ja interessant. So, dann haben wir 4 Souls. Und den ich haben möchte, ist natürlich nicht mehr dabei. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Dann speichern wir mal ganz kurz. Nochmal. Einfach, weil es Spaß macht. So, dann gucken wir mal. Reroll. Aha. Sehr schön. Na gut, das ist natürlich einer zu wenig und für einen ist auch egal. Wir haben jetzt immerhin schon 200% plus. Passt doch ganz gut. So. Siehst du, Quick Ascension haben wir nicht gebraucht. Nice Teil. So, okay. Dankeschön. Ach ja, wie schön lieblich die erste Ascension immer ist, wenn man hier noch gegen 10 Monster jedes Mal kämpfen muss. Ach, ey, bin ich. Dass ich das noch erleben darf. Ich meine, gut, hat vielleicht in der ersten Ascension auch noch ein paar Vorteile, ne? Weil, ne, umso mehr Zeit hat man quasi zwischen den Bossen Geld zu verdienen.
Von daher macht es vielleicht schon ganz viel Sinn. Ich glaube mal, wenn wir hier pro Ebene nur zwei Bosse hätten, dürfte ganz schön schmerzhaft werden. Wobei das trotzdem fast machbar sein dürfte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Eine der vielen Fragen, auf die man keine Antwort kennt. Danke. Ein bisschen mehr Gold, kann ich schaden. Da und bitte der nächste. Na komm, danke. Ach, dieser King Medias. Ein echter Goldkönig. So, damit haben wir schon mal Level 70. Gar nicht mal so schlecht. Ja, hier. Na komm, na, hallo, klickst. Hä? Wieso kann ich nicht klicken? Klick doch mal. Geht doch. Ist hier immer noch dieses User Interface Bug? Dass wenn man hier nicht mit einfach eine Ascension beginnt, sondern mit einem anderen Wert, dass dann dieses User Interface hier wieder rumspackt? Hatten wir ja früher auch schon mal gehabt, ne? Oder nicht nur mal, sondern öfters gehabt. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Oh, hier ist jetzt 1416. Ja, hier klappt es wieder wunderbar. Ist ja auch verrückt. Der Suspekt, das Ganze. Man weiß nicht, was er von einem will. Golden Klicks brauchen wir gerade nicht. Obwohl doch. Warum eigentlich nicht? Danke. Bisschen mehr Gold, keine Schaden. Critical Click Schaden, auch nicht schlecht. Du bist auch kritischer Klick Schaden. So. Na komm. Da kommst du. Dankeschön. Perfekt. So. Damit sieht unser kritischer Klick Schaden mittlerweile auch schon ganz wunderbar aus. Oh, und Armin Hopp haben wir auch schon im Boot. Nice. Ja, Dark Ritual oder Dark Ritual brauchen wir noch nicht. Das lohnt sich auch eigentlich in der ersten Session so gar nicht. Ach, hieße, jetzt geht hier wieder nicht mit dem Klicken. Obwohl hier 1.3.90 steht und wir schon längst viel darüber haben. Das ist ja verrückt. Aber gut, was willst du machen? So. Lalalala. Corona kickt. So. Oh, gleich haben wir Level 100. Nice. Alter. Das ist ja verrückt hier, ey. Ich glaube, ich mache mal lieber so hier und gehe dann immer manuell hier auf Z. Da ist ja schlimm, ist das. Dass sie diesen Bug immer noch nicht behoben haben. Weil ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der Fehler nur bei mir auftritt, weil es ist ein Flash-Game. Das heißt, Flash-Games ist ja das Besondere an Flash-Games, dass die hundertprozentig plattformunabhängig sind. Also, ja. Gehe ich mal davon aus, dass es wirklich ein Bug direkt in Clicker Hero ist und nicht irgendwas mit meinem Rechner zu tun hat. Oh, wir sind schon über 100. Oh, wir haben 5000 Hero Souls. Oh mein Gott. Das geht ja schneller als gedacht. Danke, 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 danke. Danke, danke. Danke. Sind wir schon wieder gleich bei Frostleaf? Hier, was los? Und wir haben nicht mal Frostleaf und trotzdem schon Instakill-Phase. Das ist nicht schlecht. Das ist nun wirklich nicht schlecht. So, können wir Armin Hopp auch schon mal auf Level 150 bringen. Alles andere hier oben haben wir. Und wenn nicht, wäre es doch fast egal. Ganz ehrlich. Wem interessiert's? Dankeschön. Dankeschön. Oh, komm hier. Danke. Ja. Ja.
Ja, komm. Du auch. Dann haben wir noch Reload. Das brauchen wir gerade eigentlich gar nicht. Aber ich nehme trotzdem einfach mal alle Upgrades mit. Wie sieht es eigentlich hier aus? 226. Okay, haben wir auch gleich. So, setzen wir schon mal einen Autoklicker hier direkt auf Frostleaf. Bam. So, dich nehmen wir mal. Was haben wir zuletzt gemacht eigentlich? Das hier, ne? Na gut, da brauchen wir das hier erst recht nicht. Komm, machen wir mal das hier. Easy. Da haben wir es mal gemacht. Kann keiner sagen, dass er nicht stolz auf mich ist. Dankeschön. 727, okay. Na komm. Kommst du? Doch, scheiße, da war er gerade. Ach komm, fick dich, weg da. Ist ja schlimm, ist das. So. Kannst du machen, was du willst. Arschloch. So. Ach komm, wir rasten mal richtig aus hier. Bam, bam. So, easy. Macht zwar keinen Sinn, aber. Es nicht zu nutzen, wäre eine Verschwendung. Aha, war schnell genug. Yay. So. Was machst du? Ja, komm, dich können wir auch nehmen. Viel weiter kommen wir eh nicht mehr, weil wir jetzt langsam an die, ne, an die 100er Grenze kommen. Beziehungsweise eigentlich ist die Grenze ist ja das letzte Upgrade. Also eigentlich fängt das schon ab Level 50 an ineffektiv zu werden. Beziehungsweise Quatsch, nee, das Level, das Upgrade gibt es ja ab 25. Ne, weil eigentlich ist ein Monster ja die ganze Zeit uneffektiv, weil die Kosten schneller steigen als die Angriffsstärke. Das, was die Monster bis Level X so effizient machen, ist, weil die halt immer wieder ihre Stärke verdoppeln. Aber Frostleaf hat gerade mal zweimal das. Das hier ist für alle. Das macht ihn also nicht effizienter, sondern das Gesamt effizienter. Naja, und hier ist Click Damage, das macht ihn auch nicht effizienter. Das heißt, er fängt quasi schon ab dem Upgrade, sobald man das Upgrade quasi gekauft hat, wird er immer ineffizienter. Deswegen auch bis Level 200 bei ihm halt so eine extreme Dürreperiode einsetzt. Ja. Was gerade die ersten Ascension sehr schwierig macht. Wie ich finde. Da würde ich mal fast sagen, wir können jetzt eigentlich direkt ascenden. Die Ascension jetzt noch länger aufrecht zu erhalten, macht eigentlich keinen Sinn. Komm. Danke. Dankeschön. So. Da könnt ihr dann direkt weiter starten hier. So. Achso, ja, Respec. Die brauchen wir nicht mehr. Dich nehmen wir. Achso, siehst du? Halt. Wir können natürlich auch gleich mal hier abschaffen. So. Damit wir in den Idle-Bonus kommen. Dann nehmen wir mal dich und dich und dann kommen wir bald in den Idle-Dings-Bonus da rein. Genau, doch, richtig, alles gut. Das war ich gerade am Überlegen. Nein, du bist golden. Nee, alles gut. Ich dachte gerade, der ist der von den golden Klicks, aber ist er nicht. Reroll. Ja. Der hier ist golden Klicks, genau. Dich brauchen wir noch nicht. Dich brauchen wir auch noch nicht. Ja. So, jetzt haben wir die drei wichtigsten haben wir jetzt, ne? Cialatas, Libertas. Nee, Naganaut haben wir noch gar nicht. Wo ist ein Naganaut? Hallo? Naganaut? Ach komm, der ja auch. Na, wobei. Der bringt am Anfang auch nicht so viel. Na doch. Da ist er ja. Sehr schön. Gut, dann haben wir alle wichtigen. Dich schicken wir direkt auf Level 10. Dankeschön. Wie teuer das 1000? Komm, dann können wir dich hier bei dir auch machen. Hier auch.
Das ist alles Preiswerte, genau. So, gucken wir erstmal bei Nagelnaut. Unser kleiner Special-Fall hier. So, ja, reicht aus. Und die anderen dürften wir alle auf Level 100 bekommen, richtig? Na, wird ganz schön teuer. Ich mach die mal alle erstmal auf Level 50. Achso. Nicht quatschen und denken gleichzeitig. Das gibt meistens ein böses Erwachen. Hä? Hallo? Danke. Hä? Ist doch egal. Hä? Warte mal jetzt hier. Danke. Was ist los mit dir? Hä? Na, verstehe ich nicht. Ist ja auch egal. So. 10 Level würden insgesamt 2000 kosten. Nö, das macht keinen Sinn. Bin ich nicht mit einverstanden. Dann lassen wir das Ganze lieber so, wie es ist. Vialatas. Guck mal, Wakamaru haben wir noch nicht, ne? Das würde auch weitere 2000 kosten. Plus die Anschaffungsgebühr, die ja. Okay, gerade mal bei 100 ist. Ach nee, das Reward kostet. Kaufen kostet 250. Geil. Gut, dann lassen wir das mit Wakamaru erstmal, wie gesagt. Und dann gehen wir mal hier ordentlich. Alter, wir haben gerade mal 2 Level von Twee Beast und rocken hier schon alles. Einfach alles. Das ist heftig. Ja, ist ja krank, ist das. Holy moly. So. Und Nummer 100. Danke. So. Unsere aktuellen Werte. 7% Weather Chess. Ja. Gefällt mir. Haben wir schon für Treasure Chest schon mehr Gold? Ja, ne? Doch, die Goldies haben wir alle. Genau, Gold von Treasure Chest haben wir. Und Gold Drop normal haben wir auch. Das heißt, unsere Goldies haben wir alle beisammen. Genau, die drei hier. Ist ja hier auch Gold. Sehr schön. Sehr geil. Ja, am meisten Chef ist natürlich klar, wenn wir jetzt eine Goldkiste finden und dann auch noch das Ding hier kickt, dann ist natürlich richtig heftig. Da gibt es ja bei Achterbahn, du. Haben wir es überall 200 Level? Lalalalalalalalala. Ja, sieht gut aus. Komm, ich brauche eine Goldkiste. Das gibt es doch gar nicht. Das mit diesen 10 Monstern hier am Anfang, das ist halt wirklich schon echt heftig. Wie stark das halt abbremst, ne? Weil ich meine, ist klar, wenn wir später nur noch zwei Monster pro Ebene haben, wie gesagt, effektiv ist ja immer minus 1. Das heißt, von der Zeit her haben wir jetzt 9 Monster. Und wenn wir nur noch 2 Monster pro Ebene haben, haben wir nur noch ein Monster von der Zeit her. Das heißt, wenn Wakamaru entsprechend hochgelevelt ist, dauern die ersten Level gerade mal ein Neuntel der Zeit. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar, wenn wir ihn noch nicht haben. Ja, ja. Das ist schon heftig. So. Ja. Haben wir schon, die nächste Folge werde ich wahrscheinlich jetzt auch gleich im Anschluss machen, weil die erste Ascension, also die erste richtige Ascension, ist ja schon die zweite Ascension quasi. Die Ascension, die jetzt läuft, die wird ja gar nicht so lange dauern. Von daher packe ich da dann einfach auf Frostleaf einen Autoklicker rauf. Apropos Autoklicker, wisst ihr, was uns haben wir schon? Archive? Nein, haben wir noch nicht. Den könnten wir noch benutzen, weil wir haben ja schon hier Vergoldungen, ne? Oder ist mir das noch zu teuer? Ja doch, ist mir noch zu teuer. Na, die lassen wir mal weg. Ja, daran merkt man, dass wir die erste Ascension wirklich recht kurz gehalten haben. Wir haben vergleichsweise wenig Hero Souls. Aber gut, ist ja technisch gesehen kein Problem.
Na komm. So. Aha, da haben wir schon unsere netten Herren. Sehr schön. Sehr geil. Und dann müssen die bei dir noch auf Level 200 oder dann haben wir es eigentlich soweit geschafft für die erste Ascension. Also für diese Folge. So. Na komm. Oh, wieder ein Prozent mehr. Nicht schlecht. Oh, halt. Moment schon mal ein bisschen. Neue Things haben uns da. Achso. Ja, gut. Ja. 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 Oh, also das hier könnte schon etwas länger dauern. Aber bis zu 1000, das sollten wir relativ schnell schaffen. Aber ist auch ein heftiger Sprung, Alter. Weißt du, hier so, ne? Mal 2, mal 2, mal 2 und dann hier gleich mal 10. Nochmal mal 10. Ja gut, das kann man schon machen. Sollte man aber nicht machen. So, okay, dann, oh. Hat er gerade eiskalt geschafft, hier bei Frottli gleich 100 Level mit einmal zu kaufen. Das ist natürlich nicht schlecht. So, machen wir erstmal das hier. Dankeschön. Jetzt müssten eigentlich alle 200 haben, abgesehen von unserem letzten. Der hier. Der braucht noch ein bisschen. Jetzt. So. Okay, der machen wir hier raus. Ich habe gesagt raus. Dankeschön. So, so. Platz auf 25. So. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So. Von daher, bis dann.